Hallo bei aromil.com, ich möchte mit euch heute Berner Würstel auf dem Holzkohlengrill zubereiten. Und dafür brauchen wir Frankfurter Würstchen, Emmentaler Käse und Bauchspeck. Ich mache meine Berner Würstel deswegen sehr, sehr gerne selber, weil mir in den gekauften, wo das Brett schon fertig mit Käse vermischt ist, eigentlich zu wenig Käse drinnen ist. Und sie sind ganz einfach zuzubereiten, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich habe meinen Käse in Streifen geschnitten und mit einem scharfen Messer schneide ich meine Frankfurter Würstchen ein. Dass in der Mitte so eine Tasche entsteht, aber eben nicht ganz durchschneiden. Und das belege ich jetzt mit Käse, je nachdem, ob ihr viel haben wollt, weniger haben wollt. Ich mag viel Käse und dann gebe ich vier so Emmentaler Plättchen hinein. Das drücke ich jetzt noch gut fest. Und jetzt kommen meine Bauchspeckstreifen. Und die wickle ich jetzt ganz, ganz fest um mein Würstel. Die ziehen sich ja beim Grillen dann doch noch zusammen. Ich stecke es aber an beiden Seiten ein bisschen fest. So tut man sich dann doch ein bisschen leichter. Und so können meine Würstel dann auf den Griller. Berner Würstel habe ich auf den Grill gelegt und da werde ich sie jetzt langsam rundum auf dem Grill braten. Der Speck ist rundum sehr knusprig geworden beim Grillen und auch der Käse ist geschmolzen und kommt langsam heraus. Unsere gegrillten Berner Würstel sind fertig. Die genaue Anleitung und das genaue Rezept gibt es wie immer unter www.euromil.com. Viel Spaß in der Grillzeit!